Hallo alle zusammen, wir machen unsere nächste Bratensoße. Und zwar, ich mache einfach schon mal an. So, die Mengen und Zutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich sage euch jetzt mal, was ich jetzt hier drin habe. Ein bisschen Öl, Zwiebel, Apfel, Karotte, Champignons, also ich habe braune Champignons, weil die günstiger waren, Knoblauch. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Zwiebel, Apfel, Karotte, Knoblauch, Champignons. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ich tue das jetzt ordentlich anschwitzen und ich tue das nachher absieben, den Inhalt. Ihr könnt es natürlich auch mit pürieren, dann müsst ihr dann nur gucken, wie ihr dann die Flüssigkeit anpasst, weil ich denke, mit meiner Flüssigkeit wäre das dann wahrscheinlich zu dickflüssig. Aber das seht ihr dann, wenn ihr das dann püriert und könnt ihr dann einfach noch Gemüsebrühe nachgießen. Oder ihr macht es halt auch so wie ich, das kocht eine halbe Stunde dann ein und dann tue ich das halt so weit ausdrücken aus den Zutaten halt, dass wir halt viel rausbekommen. Aber ich habe mich jetzt einfach halt für die Variante entschieden. So, wenn wir das richtig schön angeschwitzt haben, stelle ich jetzt erstmal die Temperatur etwas runter. Dann löschen wir das Ganze mit einmal Gemüsebrühe ab. Dann kommt entweder etwas Rotwein oder etwas, wie bei mir, etwas Traubensaft dazu. Jetzt tue ich mir das doch mal abmessen. Dann habe ich hier Lorbeerblätter. Oh nein, ich habe was vergessen. Ach Mensch. Ihr macht's dann richtig. Okay? Tomatenmark. Ah. Tut mir eigentlich noch mit anschwitzen. Also, nach dem Gemüse Tomatenmark mit anschwitzen. Das ist jetzt echt doof, aber jetzt habe ich die Sache hier schon drin. Ihr macht es dann einfach besser. So, jetzt Salz und Pfeffer. Und jetzt, wie gesagt, soll das 30 Minuten leicht köcheln. So, ich habe jetzt mal das Gemüse soweit abgesiebt. Wie gesagt, soll jeder machen, wie er will. Nur ich mag das jetzt einfach die Konsistenz so haben, dass ich das jetzt erstmal rausgesiebt habe. Und mal sehen, was man damit noch veranstalten kann. Und jetzt tue ich mir einfach ein bisschen Mehl oder Stärke noch in Wasser anrühren und verdicke es halt so. Ja, und so schnell haben wir unsere nächste Bratensoße. Und zwar, jetzt probiere ich mal. Oh, auch wieder ein Träumchen. Schmeckt auch super, mega. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Also, ja, gibt es nichts weiter zu sagen, außer, dass ihr sie nachmachen müsst. Deshalb macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!